Oliver Knöbel, besser bekannt als Olivia Jones, ist seit Jahren das Gesicht von St. Pauli. Und auch über Hamburg hinaus gibt es mittlerweile in Deutschland wohl niemanden, der den Travestiekünstler nicht kennt. Ich komme gleich vorbei. Hallo! Oh, aber es sieht geil aus. Danke, mein Schatz. Super. Was hast du denn da drunter? Ich habe ein Badeanzug. Oh, guck mal, ich habe ja sowas Rotes. Oh. Also bis nachher. Sieht gut aus. Reisegruppen aus ganz Deutschland pilgern an den Wochenenden auf die große Freiheit, um sie oder ihn live zu erleben. Halli, hallo! Wer ist denn wegen den Prostituierten hier? Oh, was haben wir denn hier? Hallo! Süß! Ist das meine Gage hier, die Jungs? Alle beide. Ja, du fühlst dich zurecht, mein Hase hier. Und noch zwei Frischlinge da hinten, gut? Perfekt, sehr gut. Ich habe immer gemerkt, dass mich Verkleidung, dass mich extreme Weiblichkeit, dass mich Shows interessieren und dass ich mich mehr zu Männern hingezogen fühle. Erst habe ich da so ein bisschen gegen angekämpft, weil ich dachte mir, das ist nicht normal. Und dann habe ich aber ganz früh gemerkt, dass ich dazu stehen muss. Weil es gibt keinen anderen Weg. Der Weg beginnt 1969, dem Geburtsjahr von Olivia alias Oliver. Springe, Niedersachsen, eine leicht spießige Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern. Hier verbringt der Junge eine weitgehend glückliche Kindheit. Der Vater Bankangestellter, Schulstart ist 1976. Ich habe viel im Wald gespielt, ich war immer im Steinbruch unterwegs, hatte meinen Yorkshire mit dem Namen Schnitzel und mir ging es richtig gut. Bis sich plötzlich alles verändert. Die Familie lebt in diesem Hochhaus, als der Vater eines Tages nicht mehr nach Hause kommt. Er ist zum Flughafen Frankfurt unterwegs. Im Gepäck 1,9 Millionen Mark. Das Geld hat der Bankangestellte gestohlen. Er will sich nach Rio absetzen. Für Oliver bricht eine Welt zusammen. Henrik, Olivia und Jakob. Ihr Leben als Drag Queens. Ein Leben zwischen Anfeindungen. Du bist nicht Muslim. Ich finde es gut, dass Homosexuelle umgebracht werden. Na klar. Und Begeisterung. Halli, hallo! Für Olivia Jones alias Oliver Knöbel endete die unbeschwerte Kindheit abrupt. Es war der Tag, an dem sein Vater, ein Bankangestellter, seine Familie verließ und sich mit veruntreuten 1,9 Millionen Mark ins Ausland absetzte. Dann ist er zum First-Class-Schalter von Lufthansa gegangen und hat gesagt, ich möchte ein Ticket nach Rio de Janeiro haben, hat das in 1000 D-Mark-Scheinen bezahlt und hat dann dem Schalter noch gefragt, ja, welches ist denn das beste Hotel in Rio? Also wusste natürlich sofort jeder, wo er ist. Einmal Rio und schnell wieder zurück. Der Vater wurde geschnappt und auch für Olivia und ihre Familie hatte das Ganze sehr unangenehme Folgen. Dann stand plötzlich die Polizei bei uns vor der Tür und ich war plötzlich an den Pranger gestellt. Ich war im Fokus und habe das erste Mal gemerkt, was Mobbing bedeutet. Dass alle hinter meinem Rücken getuschelt haben, das ging ja so weit, dass viele Mitschüler auch gedacht hatten, beziehungsweise behauptet haben, dass wir mit ihm unter einer Decke stecken und da irgendwie Geld unterm Kopfkissen plötzlich haben. Der private Sturm legt sich, der innere Sturm zieht auf, das Schwulsein bricht durch. Die Schulzeit ein Testlauf für das spätere Drag-Leben, Schwänzen, Schminken, Mode und mehr. Ich bin auch der Einzige, ich weiß es ja immer noch nicht, was ich dazu sagen sollte, das wusste ich damals auch nicht, der wegen Fingernägel lackieren aus dem Unterricht geflogen ist. Für Olivia heute gilt, je bunter und schriller, desto besser. Vor allem ihre ausgefallenen Kostüme sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Sie hat sie alle aufgehoben, stellt sie inzwischen sogar aus. Das ist ja quasi mein ganzes Leben anhand von Kostümen. Mitte der 80er, Oliver ist 16 Jahre alt. Damals geht die Springer-Jugend ins Cocoa. Heute ist die Dorfdisco längst Geschichte. Hier haben wir so unsere ersten Disco-Abende verbracht. Olli immer sehr präsent in seinen Kostümen, Grufti-Kostümen mit Mantel und Umhang.
Und Olli hat auch einen bestimmten Tanzstil. Er war ja nun riesig und Olli stand auf der Tanzfläche und hat alle mitgenommen. Und er hat immer geschwebt über der Fläche. Und alle haben natürlich geguckt, ne? Mich wurde ja sogar schon mal blutig geschlagen. Nur aufgrund meines Aussehens, als ich aus der Diskothek rauskam. Also ich musste oft meine Beine in die Hand nehmen und laufen und mich auch wirklich wehren. Auch zu Hause wird es für den jungen Mann immer schwieriger. Dass er fast nur noch Frauenkleider trägt, ist seiner Familie furchtbar peinlich. Das Schlimmste in meinem Leben und das Verletzendste und Zerstörerischste war, als meine Mutter wirklich zu mir gesagt hat, ich wäre Abschaum mit dem, was ich tue. Und das ist eine Wunde, die ich immer noch auf der Seele habe, aber die jetzt Gott sei Dank verheilt ist, indem ich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, indem ich mit sogar Therapeuten auch gesprochen habe und das alles aufgearbeitet habe. Damals provoziert das schrille Outfit in dem niedersächsischen Provinzstädtchen Springe extrem. Erst recht, als Olivia ihren Berufswunsch in der Verwandtschaft äußert. Ich habe gesagt, ja, ich möchte Travestiekünstler werden. Und da war plötzlich die ganze Kaffeetafel, alle waren so schockgefroren. Mir wurde nahegelegt, möglichst weit wegzugehen, weil meiner Familie das ja so peinlich war. Und mein Stiefvater war Versicherungskaufmann. Und da wurde allen Ernstes gedacht, ich könnte seinen Ruf schädigen. Mit 20 geht Oliver Knöbel nach Hamburg-St. Pauli. Und hier wird er zu Olivia Jones. Die fragt in allen Kneipen, Clubs und Theatern, ob sie dort auftreten darf und hat schließlich Erfolg. Diese Bilder zeigen die ersten Auftritte von Olivia Jones in den 90er Jahren. Pro Abend gab es 100 Mark. Mario Rispo kennt Olivia Jones seit 30 Jahren. Die beiden sind heute eng befreundet und geschäftlich verbunden. Er erinnert sich, dass Olivia es am Anfang in Hamburg nicht leicht hatte. Als er damals für 100 D-Mark gearbeitet hat, also er war ja Freiberufler, also ich weiß, dass er da auch harte Zeiten hatte und gucken musste, wie kriegt er seine Miete zusammen. Man kann wirklich sagen, dass ich in Armut gelebt habe. Mir hat man mehrmals den Strom abgestellt. Es gab eine Zeit, da hatte ich nur Butterkekse und Margarine und ich wusste halt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und das war eine sehr verzweifelte Zeit, weil ich keine Unterstützung hatte. Doch die schwere Zeit hat ihn stark gemacht. Mittlerweile betreibt Olivia Jones 5 Clubs auf St. Pauli und die sind nach wie vor jeden Abend rappelvoll. Also ich werde noch als schrille Oma mit Rollator hier über St. Pauli ziehen und meine Kieztouren machen. Die kurdische Queen Jakub hat eine andere Mission. Aufklärung durch offensives Auftreten gegenüber Muslimen, die ein queeres Leben ablehnen. Denn für viele Gläubige sind schwule Menschen einfach nur krank. Ja, es wird als Krankheit angesehen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich mein Outing hatte und geoutet wurde, hat meine Mama zu mir gesagt, hey, ich kenne da einen Hodja in der Türkei, der dich heilen kann. Als ich dann gesagt habe, dass ich auch in Therapie bin, um darüber zu sprechen, war dann halt auch direkt, hey, das ist keine richtige Therapeutin, das ist halt alles falsch, das ist nur ein Konstrukt und es gibt richtige Leute, die dich heilen können. Besonders schockierend für Jakob ist die zum Teil völlig kritiklose Interpretation von Koranzitaten durch viele junge Muslime. Dieses Leben ist nur ein vergängliches Leben. Das wahre Leben kommt erst im nächsten, wenn wir alle sterben. Genau. Deswegen, aber wenn du sagst, dass du die nicht angehen, weil ich habe Angst, weil ich will nach den Gesetzen Allahs gehen. Glaubst du an die Scharia? Klar, voll und ganz. Glaubst du daran, dass Homosexuelle gesteinigt werden müssen? Ja. Wenn das Allah sagt, dann ja. Wenn überhaupt sowas im Koran steht, dass du gesteinigt werden sollst, dann unterstütze ich das. Aber wenn nicht, dann nicht. Hör mir ganz genau zu, das steht nicht im Koran. Das steht nicht im Koran. Jakob wohnt in Berlin. Dort fühlt er sich heimisch. Viele Freunde besuchen ihn. Die queere Community ist riesig. Die Großstadt gewährt mehr Freiheit. In der muslimischen Gemeinschaft Berlins, etwa in Kreuzberg, wirbt er immer wieder für Toleranz mit seinem ganz eigenen Stilmittel. Ist es auch so, dass du ein bisschen Spaß auch an der Provokation hast? Also Spaß an der Provokation eher nicht, weil ich glaube, durch die krassen Resonanzen, die ich bekomme, ist es sehr gefährlich. Es ist ja schon sehr krass masochistisch. Aber ich würde schon sagen, dass ich das Stilmittel nutze, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, weil du dadurch halt auch mehr Aufmerksamkeit auf ein Thema generierst. Wie wäre die Überschrift des Themas? Das Thema für heute wäre, wie offen ist
wirklich die muslimische Gesellschaft für queere Menschen. Die Offenheit endet heute leider schon nach wenigen Metern. Wird uns auch beleidigt, toll. Die Karl-Marx-Straße präsentiert sich als unangenehmer Catwalk in Sachen queere Toleranz. Ich darf nicht so laufen wie ein Hurensohn. Und wieso? Du fickst meine Mama? Warum? Warum fickst du meine Mama? Weil ich schwul und eklig bin, fickst du meine Mama? Auffallend viele junge Leute stoßen sich an Jakobs Auftreten. Ich bin gestern hier vorbeigegangen mit einem Freund. Und dieser Freund hat uns angespuckt, als er hier reingekommen ist mit der Christian Dior-Jacke. Er hat gesagt, wir sind Pädophile. Das bringt leider nichts. Ich hatte gerade Herzrasen. Ich hätte nicht gedacht, dass es um diese Uhrzeit schon so geballt sein kann. Wenn Jakob zum Gebet gehen will, bleibt ihm mit seinem Outfit nur die Ibn Rushd Goethe-Moschee. Eine Anlaufstelle für einen Islam, der Diversität akzeptiert. Vorsteher Tugay Sarac schildert die Idee hinter der Gemeinde. Wenn ich mit jungen Menschen rede, die Queerness ablehnen, dann tun sie das immer mit der Aussage, ihr wollt den Islam zerstören, ihr wollt den Islam verwestlichen. Und da sind Menschen, die glauben, sie haben nichts mehr außer die Religion. Und wir wollen ihre Religion kaputt machen. Und deshalb versuchen wir hier in der Moschee zu sagen, wir leben den Islam so, wir leben ihn offen, wir leben ihn liberal, queere Menschen dürfen kommen. Aber wir haben nicht den einzigen Islam. Konservative Islame haben ihre Daseinsberechtigung, solange sie nicht zu menschenfeindlich sind. Die kurdische Queen möchte das Schwulsein ausleben und Muslim sein, ohne angefeindet zu werden. Die Frage, die sich für mich stellt, warum willst du Muslim sein, wenn man dich im Prinzip nicht in dieser Community haben will? Ist eine gute Frage. Also viele Menschen wollen mich nicht in dieser Community haben. Es gab schon oft Momente, wo ich mir wirklich gedacht habe, wisst ihr was, fickt euch, oder darf ich das sagen? Wo ich gesagt habe, okay, fuck off, dann bin ich es halt nicht. Aber das wird sich falsch anfühlen, weil das ja immer noch meine Weltanschauung ist. Das ist daran, woran ich glaube. Und wegen solchen Personen das zu ändern, wäre für mich unglaublich falsch. Es bleibt wohl ein langer, wenn nicht ewiger Kampf für Jakob.